Also ich wollte schon als Kind sowas machen, aber ja, das nötige Kleingeld gefehlt. Da wir halt dann doch drei in der Familie sind, also drei Söhne, haben wir uns dann fürs Eishockey entschieden. Sommertraining mal wieder ein wenig anders. Extremsport-Fan und Eisbär Laurin Braun tauscht an diesem Tag Schläger und Schlittschuhe gegen eine durchaus antriebsstarke Motocross-Maschine. Mal ein bisschen Respekt vor der Geschwindigkeit oder vor dem, was da unter dem Sattel sitzt. Aber man gewöhnt sich schnell dran und traut sich noch mehr zu, was auch, glaube ich, ganz gut ist, weil sonst fährt man zu ängstlich. Unglaublich. Also ich glaube, im Sport, den habe ich ein bisschen verpasst, aber jetzt werde ich es nachholen, die Zeit, die wir verpasst haben. Wenigstens einmal im Jahr machen wir hier eine Woche Jugendcamp für die Kids. Das ist jetzt das sechste Mal unter dem Label des DMV, im Deutschen Motorsportverband, hier beim MCC Schenkenhorst. Und da können bis zu 50 Teilnehmer, wir sind jetzt ein bisschen drüber bei 52 Teilnehmern, in die Schulung kommen. Wir haben jetzt zu laufen 6 Gruppen mit 6 Trainern. Und ja, die Kids werden ja an den Sport rangeführt und die oberen 2 Gruppen, das sind schon Racer, die sind in der DM und in der LM unterwegs. Also die sind schon sehr professionell unterwegs und trainieren auch mit wesentlich besseren Trainern, die auch international renommiert sind. Generell gilt beim Motocross und beim Eishockey geile Sportart und früh übt sich. Wie und wann hast du angefangen, Motocross zu fahren? Vor 2 Jahren. Und warum? Weil ich es cool fand, wie sie rumfahren, wie schnell sie und wie sie springen können. Weil ich einer bin, der vor gar nichts eigentlich Angst hat. Eishockey finde ich auch cool, aber mein Bruder hat es mal gespielt, aber ich noch nie. Hallo, Laurin. Laurin, grüß dich. Robert. Ich habe gehört, du wolltest heute im Rahmen des Jugendcamps mal interdisziplinär was anderes machen? Ja, ein bisschen, ja. Ja? Grenzen testen. Ein bisschen Motorrad fahren, ein bisschen Grenzen testen. Unser Vereinsmitglied und Kumpel, der Steen, wird dir seine Maschine zur Verfügung stellen. Die wiegt so 15 Kilo mehr vielleicht wie du, so an die 100 Kilo oder 5 Kilo mehr wie du, ja. In der Größenordnung. Bist du schon mal Motorrad gefahren? Ja, lange her. Also lange her? Ja. Also jung wie du bist, kann das ja noch nicht lange sein, ne? Naja, auf dem Dorf damals, da hast du viel Land gehabt, da war das öfters mal... Da ging das? Ja. Okay, aber im Gelände bist du noch nie gefahren? Nee. Okay, na, das werden wir heute mal ausprobieren. Ja, hoffen wir mal, was kriegen hin. Die Kids, die hier sind, die fahren alle schon ein bisschen länger. Aber ich denke mal, wir können dich nach ein paar Übungen da integrieren in die ganze Geschichte. Hoffen wir es mal, oder? Also kriegen wir hin. Ja, nur, dass er bei den Eisbären spielt. Ich habe ihn auch schon zweimal gesehen. Wir waren öfter mal eingeladen in die damals noch O2 World. Jetzt ist das ja Mercedes-Benz Arena. Da haben wir das gesehen. Was mir da auffiel, was mir hier natürlich ein bisschen fehlt, die Fans bei den Eisbären, das ist eine coole Truppe. Da ist eine riesen Stimmung in dem Kessel. Die haben richtig einen Plan, was sie da durchziehen. Das fand ich super. Wie einer von unseren Jungs hier. Also ist locker drauf, sportlich, interessiert, auch lustig. Netter Kerl. Respekt beim zweiten Mal, sehr gut. Jawohl. So, jetzt ein bisschen Gas geben. Oder? Jetzt ein bisschen Gas halten dabei, die ist ein bisschen empfindlich. Kupplung ziehen. Am Anfang, klar, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber mir wurde auch gesagt, dass es halt nicht wie normale Motorräder sind, die quasi dann von alleine losfahren fast schon. Ich muss ein bisschen mit Gas spielen, aber aufgeben oder langweilig wird es auf keinen Fall. Ja, super. So, und jetzt keine Angst, immer ruhig mal ein bisschen Gas. Du kannst auch ein bisschen Drehzahl bringen und halten. Ja, sowas in der Größenordnung und dann hier eben vorsichtig loslassen. Dann ist alles okay. Ja, ganz mit Gefühl. Irgendwann fängst du an zu schieben. Ja, und dann gibst du mehr Gas. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Jawohl. Ich denke mal, durch die Beinkraft, die wir haben oder nutzen, fällt es mir ein bisschen leichter. Und ja, mit der Arme, klar hat man da Kraft, aber es ist halt ungewohnt, dieses Drücken und das Lenken ist dann doch ein bisschen schlauchend, aber ich werde mich gerade dran gewöhnen. Das sieht doch schon ganz prima aus. Vom Anfahrüben zum Kurventraining. Hast du Leerlauf? Okay. Vom Anfahren üben jetzt zum Kurvenfahren. Cool. Dann wir jetzt mal rüber. Gehen wir mal rüber auf die kleine Strecke. Gut. Ja, das ist auf der einen Seite, wir sagen Kinderstrecke, aber man darf eins nicht vergessen, wir fahren hier mit erwachsenen Motorrädern auf einer Strecke. Die ist für Motorräder mit 65 Kubik gemacht. Die wiegen nicht mal halb so viel und haben natürlich auch wesentlich weniger Leistung.
Die Kurvenradien sind sehr eng. Das ist gar nicht so einfach, mit einem großen Motorrad hier zu fahren. Das ist auch für Mini so einfach. Die Kurven, die wir drüben haben, sind natürlich wesentlich größer. Da werden andere Geschwindigkeiten gefahren. Hier muss man schon stark runterbremsen, um die Ecke zu kommen. Aber ich denke, da das ja seine erste Motocross-Strecke war, ist das für ihn nicht so entscheidend, ob das jetzt eine Kinder- oder eine Erwachsenenstrecke ist. Und seine Kollegen, die sich das vielleicht angucken und sagen, hey, das hättest du doch schneller oder besser machen können, da kann ich nur sagen, selber machen. Selber ausprobieren, wer es besser kann, kriegt eine Kiste Bier. Ich würde ihm den Tipp geben, dass er immer schnell in die Kurven fahren soll. Und wenn er springen will, dann muss er schnell auf den Berg fahren und dann oben, wenn er endet, nochmal richtig Gas geben. Am einfachsten ist über den Hügel, weil da kannst du Gas geben, weil die Kurve ist dann schon schwer. Also du musst halt, wie mein Lehrer mir das gesagt hat, den Punkt fixieren, wo du rausfahren willst. Und wenn man das macht, dann kriegt man es auch hin. Ja, die ersten zwei, ja, die Runden waren noch nicht so. Ja, da habe ich nochmal zwei, drei Tipps bekommen und dann ging es auch. Also da war schon besser. In den Kurven habe ich Respekt. So war eigentlich... Habe ich schon gerne mal Gas gegeben, also, aber man hat schon Respekt, weil das halt doch eine Mods PS-Zahl, die da unter deinem Popo sitzt und man das nicht unterschätzen sollte, sag mal so. Wir arbeiten noch mal dran. Wie hat er sich denn geschlagen, wo wir ihn noch im Hintergrund sehen? Ja, wie zu erwarten. Er ist ja nun mal ein Sportler und ist gewohnt zu koordinieren mit seinem Schläger und seinen Kufen. Von daher hatte ich schon die Erwartung, dass er das relativ schnell umsetzt. Aber er hat auch Talent, so ist das nicht. Also wir haben jetzt zweieinhalb Stunden gearbeitet. Andere Leute brauchen zwei Tage, bis sie so eine Runde schaffen, ohne zu stürzen. Er ist nicht einmal zu Boden gegangen, weder bei den Übungen noch hier auf der Strecke. Also ich glaube, den sehen wir hier noch ein paar Mal. Motocross ist, glaube ich, Nummer 1 jetzt. Ich würde es auf jeden Fall mal durchziehen. Also, da habe ich jetzt echt Bock drauf. Und wenn man das auch ja, nicht übertreibt und seinen Kopf einschaltet, glaube dann kann da auch wenig passieren bei. War geil. Abgefahren. Also jederzeit gerne wieder. Ja, auf jeden Fall.